Wir waren 5 Wochen in Peru und haben in dieser Zeit einiges erlebt und wissen jetzt, wie man am besten von A nach B kommt, wie viele Tage man in welchem Ort einplanen sollte und welche Tipps es zu beachten gibt. Und in diesem Video stellen wir dir eine richtig coole dreiwöchige Route durch Peru vor, die du aber auch auf 2 Wochen abspecken kannst. Also, let's go! Servus, wir sind Nina und Tom. Wir lieben das Reisen, denn wir finden, die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben. Deshalb haben wir beschlossen, auf Weltreise zu gehen. Wenn du auch Lust hast auf Abenteuer und Reisetipps, dann abonniere gern unseren Kanal und begleite uns. Ja, falls du dich bereits über die Highlights in Peru informiert hast, dann weißt du schon, dass Peru unglaublich vielfältig ist, vor allem landschaftlich. Wenn du noch mehr Highlights erfahren möchtest, dann schau auch gerne bei unserem Video zu den Sehenswürdigkeiten in Peru vorbei. Das wird dir hier oben verlinken. Ja, und jetzt beantworten wir die wichtigsten Fragen, die dir wahrscheinlich unter den Nägeln brennen. Also wann ist die beste Reisezeit? Wie kommt man von A nach B? Wie viele Tage sollte man an den verschiedenen Orten einplanen? Und wie sieht so eine perfekte Route für 3 Wochen aus? Und keine Sorge, du musst auch nicht mitschreiben. Wir haben dir nochmal alles auf dem Blog zusammengefasst. Die Links dazu findest du unter dem Video. Peru liegt in Südamerika, nahe des Äquators und ist ungefähr 4-mal so groß wie Deutschland. Man kann Peru ganz grob so in 4 verschiedene landschaftliche Regionen einteilen. Einmal an der Küste im Norden, dort ist es relativ grün. Dann im Zentrum und im Süden ist an der Küste ein Wüstengebiet, da regnet es quasi nie. Dann gibt es die Anden, also die Bergregion, und dann noch den Amazonas ganz im Osten. Obwohl Peru übrigens nahe am Äquator liegt, sind die meisten Regionen relativ kalt. Zum Beispiel an der Küste, da ist es immer relativ stark windig bei Lima und südlich davon. Dadurch wird es echt kalt, und in den Anden, da ist halt alles super hoch. Zum Beispiel Cusco liegt auf über 3000 Meter und Arequipa auf über 2000 Meter. Da wird es dann auch nicht wärmer als so 20 Grad tagsüber. Also packt auf jeden Fall viele warme Sachen ein, vor allem für nachts. Ganz kurz zur Anreise. Der größte Flughafen in Peru befindet sich in der Hauptstadt Lima. Leider gibt es von Deutschland aus keine Direktflüge. Wir sind mit KLM über Amsterdam dann nach Lima geflogen, und alleine der Flug zwischen Amsterdam und Lima hat sogar über 11 Stunden gedauert, also relativ lange. Was auch ganz cool ist, man braucht für Peru als Deutscher kein Visum. Kommen wir zu der Frage, wie kommt man von A nach B nach Peru? Das ist jetzt echt ein bisschen längerer, komplizierterer Block. Am besten ist es eigentlich tatsächlich mit dem Bus. Also das sind wirklich, es gibt unendlich viele Busanbieter und auch unendlich viele Routen von A nach B. Also die fahren wirklich jede Stadt oder jedes Kaff an teilweise. Man muss da aber echt aufpassen, es gibt nämlich auch einige Anbieter, die warten die Busse nicht richtig oder da sind die Fahrer übermüdet. 2 sehr gute Anbieter sind aber Cruz del Sur und Siva mit der Marke Exclusiva. Das ist so die höchste Stufe. Und was ebenfalls sehr cool ist, es gibt in Peru einige Nachtbusverbindungen, die auch relativ bequem sind. Also die Busse sind relativ bequem, ja. Und man spart sich halt dadurch Zeit und auch Geld, weil man keine Hotelübernachtung hat. Die Busse sind relativ günstig und halt aber auch die Zeit ist es. Ansonsten hätte man nämlich mehrere Tagfahrten. Es gibt auch einen Anbieter, der hat sich nur auf Touristen spezialisiert, und zwar Peruhop. Der bietet feste Routen an von Lima über verschiedene Stops bis nach Cusco. Und der Name verrät schon ein bisschen so mit dem Hop. Es ist wirklich wie ein Hop-on-Hop-off-Bus, den man vielleicht aus europäischen Städten beim Citytrip kennt. Man kann quasi einfach wieder zusteigen und aussteigen, wann man möchte. Oder man fährt einfach durch. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also wir haben auch Peruhop gewählt, eben aus diesem Grund. Zusätzlich ist Peruhop nämlich auch noch ein Reiseveranstalter. Also man kann dort die wichtigsten Touren eigentlich buchen, die man so in Peru gerne sehen möchte. Die Preise sind eigentlich auch ganz gut. Ein bisschen teurer, wie wenn man es jetzt vor Ort kaufen würde. Das System hat uns eigentlich wirklich gut überzeugt. Deswegen haben wir auch Peruhop gewählt, haben aber dadurch jetzt auch ein bisschen so die Nachteile mitbekommen. Ja. So, der erste große Nachteil ist, dass es nicht die besten Busse sind, nicht die komfortabelsten Busse. Also da ist Siva oder Cruz del Sur. Wir sind nämlich dann auch noch mal eine Strecke mit Siva gefahren und haben viele Leute mit Cruz del Sur getroffen, die uns berichtet haben, dass das wirklich deutlich komfortabler dort ist. Bei Peruhop hat man nämlich nur ein paar wenige 160-Grad-Sitze unten. Da streiten sich alle um die Sitze mehr oder weniger beim Einsteigen. Vor allem bei den Nachtbusfahrten. Genau, beim Einsteigen. Und ansonsten hat man echt oben nur so 140-Grad-Sitze, die
Und auch 4 Sitze in einer Reihe, die echt nicht so am bequem sind einfach. Im Vergleich zu den anderen Busanbietern, wir haben zum Beispiel eine Nachtbusfahrt mit Exklusiva gemacht, da konnte man die Sitze um 180 Grad nach hinten klappen, also dass man komplett flach liegt. Es ist wirklich wie so eine richtig gute Business Class im Flugzeug. Es sind auch nur 3 Sitzreihen nebeneinander, man hat Vorhänge zum Abtrennen. Teilweise bei anderen Busanbietern bekommt man auch noch was zu essen. Also es ist schon deutlich besser und vor allem hat man den Sitz schon gewählt, also man weiß, wo man sitzt. Und bei Peruhop ist es halt echt so, dass sich dann spätestens nach der ersten Nachtbusfahrt alle reindrängeln, weil natürlich jeder die guten 160 Grad Sitze unten haben möchte und nicht die 140 Grad Sitze oben. Aber es zahlt natürlich auch jeder das Gleiche. Also deshalb finden wir dieses Konzept ein bisschen unfair. Vor allem muss man schon sagen, Peruhop ist im Vergleich zu den anderen Busanbietern deutlich teurer auch noch. Klar, genau, man hat auch die Vorteile, dass man vom Hotel abgeholt wird und auch wieder hingebracht wird in den meisten Städten, dass immer auch ein Guide an Bord ist, der einem weiterhilft und auch schaut, ob man schon ein Hotel gebucht hat. Man kann Ausflüge darüber buchen. Also es hat schon seine Vorteile, aber wie gesagt, die Busse, vor allem die Nachtbusse, sind nicht die bequemsten und es ist ein bisschen teurer. Genau. Wenn man aber wenig Zeit hat. Nicht nur ein bisschen. Also 200 € kostet das Ticket von Lima nach Cusco. Ja. Und wenn man es mit den anderen Bussen, also mit den anderen Anbietern bucht, ist man nur so bei 115 €. Da kommt natürlich dann noch ein bisschen An- und Abreise zum Busterminal dazu, aber das ist dann auch nicht mehr die Welt. Ein großer Nachteil ist auch noch, dass von Arequipa nach Cusco nur ein Also man fährt da über den Tag und da gibt es keine Nachtbuslinie von Peruhop. So verliert man natürlich auch nochmal zusätzlich einen Tag. Aber jetzt muss ich nochmal einen kurzen Vorteil erwähnen. Und zwar, wenn man zum Beispiel von Lima nach Paracas fährt und von Paracas weiter nach Huacachina, sind die Busse so geteilt, dass man zum Beispiel auch in Paracas nicht übernachten muss, sondern einmal den Ausflug zu den Ballestas Islands machen kann und dann direkt weiterfahren kann nach Huacachina. Theoretisch könnte man da auch noch die Sandbuggy-Tour machen und dann wieder weiterfahren mit dem Nachtbus nach Arequipa. Also wenn man wenig Zeit hat, ist Peruhop vielleicht echt von Vorteil. Genau. Also zusammengefasst, Peruhop ist quasi so ein Komplettanbieter. Man kann dort nicht im Bus, sondern auch noch die Ausflüge buchen. Das hat alles sehr gut geklappt bei uns. Das hat wirklich Vorteile. Aber es ist halt deutlich weniger komfortabler, es ist teurer und man hat auch keine Nachtbusfahrt von Arequipa nach Puno bzw. Arequipa nach Cusco. Jetzt muss quasi jeder selber entscheiden, will er mehr planen oder will er sich einfach auf das Peruhop-Ding verlassen und dafür weniger Komfort haben bei den Fahrten. Genau. Und man kann sich theoretisch in Peru auch ein Auto mieten. Der Verkehr in den Städten ist zwar schon... Ja, der ist schon heftig. Also hier gewinnt wirklich nur der Stärkere oder der am lautesten hupt. Auch außerorts, da ist es dann natürlich verkehrstechnisch entspannter. Man muss aber immer wieder aufpassen, denn die Peruaner überholen sehr riskant und dir hilft es halt nichts, wenn der LKW das Überholmanöver nicht schafft und dann in dich reinkracht. Also es ist schon ein bisschen kritisch. Außerdem muss man sagen, sind die Mietwagen durch diesen, da sehr viele Unfälle passieren, sehr teuer und dadurch lohnt sich das finanziell eigentlich nicht. Ja, und die Strecken sind auch relativ weit zu fahren. Also man braucht schon echt viel Zeit, wenn man mit dem eigenen Auto unterwegs ist. Dann in den Städten kann man Taxis nehmen. Da ist das Blöde aber, dass die keine Taximeter haben. Und angeblich kommt es auch immer wieder zu Überfällen auf Taxis. Deshalb würden wir dir da wirklich Uber empfehlen. Da weißt du vorher schon, wie viel es kostet. Die Autos waren viel moderner und es hat eigentlich immer super geklappt. So, das war jetzt wirklich ein langer Block. Das Flugzeug haben wir noch vergessen. Man kann natürlich auch also Inlandsflüge machen. Das lohnt sich jetzt während der Fahrt nicht, aber zum Schluss der Rundreise kann man zum Beispiel von Cusco oder Puerto Maldonado, also im Dschungel, einfach nach Lima einmal zurückfliegen, weil ansonsten sitzt man halt ewig im Bus. Das war es jetzt aber wie man von A nach B kommt, das war jetzt wirklich lange. Jetzt folgt noch eine kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch unsere Tipps weiterhelfen, dann tut uns einen Riesengefallen und liked dieses Video und abonniert auch gerne unseren Kanal. Dann verpasst ihr nämlich auch zukünftig kein Video mehr von uns. Wir sind nämlich auf Weltreise. Es kommen nämlich noch einige andere coole Länder in Süd- und Mittelamerika. Also seid auf jeden Fall gespannt und abonniert unseren Kanal. Glocke aktivieren. Peru hat natürlich seine eigene Währung, und zwar den peruanischen Sol. Im Moment ist der Wechselkurs ungefähr 1:4. Man kann an vielen Automaten kostenlos abheben, zum Beispiel bei BCP, was wirklich immer kostenlos, wenn man eben eine richtige Kreditkarte hat, also eine Reisekreditkarte, wo man vom Unternehmen selbst nichts bezahlt. Man kann sogar US-Dollar in Peru abheben, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Dann zur Sprache, man spricht in Peru natürlich Spanisch und man muss sagen, es sprechen wirklich sehr wenige Englisch. Also Grundkenntnisse
in Spanisch sind definitiv von Vorteil. Ja. Was ebenfalls von Vorteil ist, ist, sich eine SIM-Karte zu holen, weil man dann einfach wenn man auf Reisen ist oder so, einfach auch mal was googeln kann oder den Städten sich ein gutes Restaurant noch mehr raussuchen kann. Die besten Anbieter sind da Claro und Movistar. Wir haben Claro gewählt. Das hat uns 10 Euro für 13,5 Gigabyte und unendlich und eine Telefonieflat, also unendlich viele Telefonie, gekostet für 4 Wochen. Also das reicht eigentlich locker aus und war echt günstig. Wir sind da einfach in Lima in so einen Claro-Shop gegangen, haben das Handy abgegeben und der hat uns die SIM-Karte und alles installiert. Also das war easy. Wann ist jetzt eigentlich die beste Reisezeit für Peru? Da es an der Küste so gut wie nie regnet, muss man eigentlich das Landesinnere, also die Anden, betrachten. Und da gibt es 2 Jahreszeiten. Einmal die Regenzeit und einmal die Trockenzeit. Die Trockenzeit ist von Mai bis September. Dann gibt es noch die Übergangsmonate April und Oktober. Da regnet es nur ab und zu. Das ist eigentlich eine ganz gute Nebensaison. Wir waren ja im Oktober in Peru und wir müssen ehrlich sagen, es war eigentlich optimal. Zur Regenzeit wird es nämlich dann auch ein bisschen wärmer, das ist so ein bisschen der Vorteil. Aber dafür regnet es dann wirklich jeden Tag, also das ist keine gute Regenzeit. Ja, also wir waren ja jetzt im Oktober, das hat Nina ja schon gesagt, und bei uns war es dann so, an der Küste hat es ja wie gesagt nie geregnet, aber in Cusco dann schon so jeden zweiten Tag, vor allem nachmittags. Das war für einen Inca-Trail nicht ganz optimal, auch im Amazonas regnet es dann häufiger. Da ist es quasi dann auch nicht ganz optimal, deswegen würden wir jetzt beim nächsten Mal eher den September oder Mai empfehlen. Das ist noch richtige Trockenzeit, aber keine Hochsaison. Ja, aber auch Oktober war okay. Es hat nicht oft geregnet. Ist Peru gefährlich? Eine sehr wichtige Frage und wir würden da eher sagen nein, denn Peru ist im Vergleich zu anderen Ländern in Südamerika relativ sicher, vor allem wenn man sich auf der touristischen Route im Land bewegt, sage ich jetzt mal, und wenn man vor allem in den Großstädten, in den touristischen Vierteln bleibt. Natürlich gibt es in jeder Großstadt auch etwas gefährlichere Viertel, aber zum Beispiel in Lima, wenn man in den 3 Hauptregionen bleibt oder in den 3 Hauptstadtvierteln, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem, auch mit der Kamera öffentlich rumzurennen oder auch mit dem Handy. Wir haben uns eigentlich immer sehr sicher gefühlt. Man muss auch dazu sagen, dass man halt mit so 1,70 bis 1,80 als Europäer wirklich mit Abstand eigentlich immer deutlich größer ist als jeder Mann und jede Frau. Das muss aber auch nichts heißen immer. Das ist natürlich nicht, aber das gibt schon mal so ein bisschen Gefühl von Sicherheit. Wir haben auch super viele Frauen getroffen, die alleine gereist sind. Also auch das ist schon so ein Indiz, dass es wirklich ein sicheres Land ist. Und wir sind damals auch schon 2015 zu zweit, also 2 Mädels gereist und das war irgendwie auch kein Problem. Also grundsätzlich, ja, Peru ist sehr sicher, macht euch da keine Sorgen. Wie bereits erwähnt, ist Peru 4-mal so groß wie Deutschland. Deshalb ist es nur klar, dass man bei 3 Wochen nicht das ganze Land bereisen kann. Da südlich von Lima deutlich mehr Highlights liegen, wählen viele Reisende eine Route von Lima über Huacachina, Arequipa, Puno bis nach Cusco. Wir haben zum Schluss jetzt aber noch einen kleinen Geheimtipp eingebaut, und zwar den Amazonas-Dschungel, den man von Cusco auch sehr schnell erreichen kann, aber das viele übersehen. Wir finden aber, das macht dieses Land einfach noch vielfältiger und das sollte man nicht auslassen. Wir stellen euch jetzt hier eine Route vor ohne den Inca Trail, da man sich dann ein bisschen mehr Zeit lassen kann, sagen aber zum Schluss dann noch, welche Tage wir streichen würden, wenn man den 4-tägigen Inca Trail oder den 4-tägigen Salcantay Track machen möchte. Außerdem geben wir euch dann auch noch Tipps, was man streichen könnte, wenn ihr nur 2 Wochen Zeit habt. Wir starten mit unserer Rundreise in Lima, der Hauptstadt von Peru. Dort leben 11 Millionen Einwohner, also 1/3 der Bevölkerung. Es ist also eine riesige Stadt, aber keine Sorge. Sehenswert sind nämlich eigentlich nur 3 Stadtviertel, nämlich Miraflores, das historische Zentrum, und Barranco. Also wenn ihr 2 Tage Zeit habt, könnt ihr euch diese 3 Viertel anschauen. Es gibt auch noch eine richtig coole Inka-Stätte mitten in der Stadt und so einen coolen Keine Inka-Stätte, eine Vor-Inka-Stätte. Vor-Inka-Stätte. Und einen richtig coolen Wasserpark. Dort gibt es abends so Wasserspiele, die richtig cool sind. Und das kostet auch nur 1 Euro Eintritt. Also macht das unbedingt. Genau, am nächsten Tag geht es dann morgens einfach direkt weiter nach Paracas. Das ist so ein halber Tag. Und dann könnt ihr euch für Nachmittag einen Roller mieten und den Paracas Nature Reserve erkunden. Das ist so eine Halbinsel mit richtig coolen Küstenabschnitten und Stränden. Sieht echt verrückt aus, auch wenn dann ordentlich der Wind pfeift. Also nehmt euch da winddichte Kleidung mit. Am nächsten Tag könnt ihr da morgens die Ballestas Islands machen. Das sind so die Mini-Galapagos für Arme, nennt man das auch. Also man fährt da so ein paar Inseln ab, wo es so Seelöwen gibt und Pinguine und auch viele Vögel. Genau, und dann fährt man auch schon direkt weiter nach Huacachina. Huacachina ist die Oase mitten in der Wüste nicht, weil eigentlich
direkt nebenan auch eine Großstadt ist, aber es sieht so aus, als wären wir mitten in der Wüste, in der Oase, und da gibt es 100 Meter hohe Dünen, das sieht richtig spektakulär aus. Da solltet ihr auch zum Sonnenuntergang unbedingt hochgehen. Am nächsten Tag könnt ihr dann einfach chillen, bis dann auch am späten Nachmittag die Dune Buggy Tour angesagt ist. Da werdet ihr mit so einem Buggy über Dünen heizen und ihr könnt dann auch Sandboarden, also wie Skifahren geht es teilweise, oder Snowboarden. Sieht auch richtig verrückt aus. Wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr auch einfach nur mit dem Brett runterrutschen. Auch da habt ihr dann nochmal einen richtig coolen Sonnenuntergang. Also wenn ihr 2 Nächte in Hua Kachina seid, nehmt euch auf jeden Fall auch ein Hotel mit Pool, denn dort kann man richtig cool chillen, denn dort ist es auch warm im Vergleich zu Paracas. Genau. Am nächsten Tag geht es dann weiter mit so einem privaten Minivan. Das kann man sich in Hua Kachina auch mieten, beziehungsweise Peruhop bietet es zum Beispiel auch nochmal als Add-on an. Da fährt man dann nach Nazca und in Nazca macht man dann einen Flug über die berühmten Nazca-Linien. Das sind so Schaubilder, die teilweise über 2000 Jahre alt sind und verschiedene Figuren und Bilder zeigen. Also zum Beispiel ein Kolibri oder ein Hund oder auch ein Astronaut. Oder der sieht so aus wie ein Astronaut, ist er dabei. Warum die das gemacht haben, keine Ahnung, weil die konnten sich das ja gar nicht von oben angucken. Wahrscheinlich haben sie es für irgendwelche Götter gemacht oder so. Und dann geht es von Nazca mit dem Nachtbus nach Arequipa. In Arequipa bleibt man dann am besten auch 2 Nächte, einmal um die Stadt zu erkunden, vielleicht eine Free-Walking-Tour zu machen. Es gibt zum Beispiel ein Kloster, das ist wie so eine Stadt in der Stadt, und auch verschiedenste Museen, einen richtig coolen Aussichtspunkt, wo man den Vulkan Misti super sieht. Man kann auch so einen Halbtagestrip zur Via de Silla machen, da sieht man auch, wie das weiße Vulkangestein abgebaut wird. Und auch noch mal einen coolen Canyon. Also man kann in Arequipa, also Arequipa an sich ist eine wunderschöne Stadt, wo man echt mal 2 Tage verbringen kann. Genau, sieht so ein bisschen andalusisch aus. Was ich euch auch empfehlen kann, ist die Mumie Juanita. Das ist die wurde von den Inka geopfert für die Götter. Ja, ist auch ganz interessant. Von Arequipa aus kann man auch den Colca Canyon erkunden. Einige Touren sind nur einen Tag, das würden wir euch aber nicht empfehlen, denn man fährt nämlich schon 3 Stunden hin und wieder 3 Stunden zurück. Das lohnt sich unserer Meinung nach nicht. Wir würden stattdessen die 2-Tages-Tour machen. Da kann man einmal das Trekking machen, also eine Wanderung. Die ist aber relativ anstrengend, denn man wandert am ersten Tag 1000 Meter in der prallen Sonne nach unten zu einer Oase, schläft dann dort unten und wandert dann wieder 1000 Meter nach oben vor dem Frühstück. Also das ist echt relativ anstrengend. Wir haben das gemacht, wir fanden es aber auch mega cool. Also es war wirklich richtig cool, die Szenerie und auch dann den Canyon runter zu wandern und von unten an den Canyon hoch zu gucken. Es war richtig cool. Wem das zu viel ist, der kann auch einfach nur eine normale 2-Tages-Tour zum Colca Canyon machen. Dort sind dann so kurze Wanderungen dabei, mehr Aussichtspunkte, auch so ein kurzes Mountainbiking und man schläft dann oben quasi am Colca Canyon. Ja. Vom Colca Canyon kann man dann entweder direkt zurückfahren nach Arequipa, das würden wir euch aber nicht empfehlen, denn man kann vom Colca Canyon auch nach Puno weiterfahren. Also man muss dazu sagen, die ganze Tour ist von einem Anbieter organisiert, ja, inklusive Transfer, die Wanderung, die Übernachtung unten. Und man kann dann im Vorfeld zum Anbieter sagen, hey, Entschuldigung, ich möchte gerne nicht zurück bis nach Arequipa zurückfahren, sondern dazwischen bei einer Ortschaft aussteigen, um dann den Bus nach Puno zu nehmen. Dadurch spart man sich eben über 2 Stunden. Genau. Man ist dann abends in Puno angekommen. Puno liegt direkt am Titicaca-See. Das ist ein See, der 15 Mal so groß ist wie der Bodensee und der größte schiffbare höchste See. Irgendwie so. Und Puno selber ist aber nicht wirklich sehenswert. Was sehr sehenswert ist, sind die sogenannten Uros. Das sind Schilfinseln. Also die kompletten Inseln sind aus Schilf gemacht und da gibt es auch Hotels drauf, auf so einer kleinen Schilfinsel, und auf denen kann man schlafen. Und da lässt man sich dann einfach direkt abholen abends und schläft dann auf dieser Schilfinsel. Ist richtig, richtig cool. Am zweiten Tag kann man dann entweder nur auf dieser Schilfinsel chillen, denn wenn die Sonne raus hochsteht, dann ist es auch wirklich schön warm und einfach ein bisschen entspannend. Oder man macht nochmal einen längeren Ausflug zu so einer zweiten Insel, wo man etwas erhöht dann auch den Titicaca-See mal von oben sehen kann. Man kann dann einfach auch den Besitzer ganz lieb fragen, ob man am zweiten Tag nicht schon um 11 auschecken kann, sondern man bleibt einfach noch den ganzen Tag und fährt erst spät nachmittags wieder zurück nach Puno, also aufs Festland, und nimmt dann den Nachtbus von Puno nach Cusco.
Dann bleibt man erstmal 3 Nächte in Cusco. Man ist ja Gott sei Dank schon akklimatisiert. Deshalb startet man gleich mit einer Free-Walking-Tour im Altstadtzentrum, um zum Beispiel auch den Plaza de Armas oder auch das wunderschöne Viertel San Blas zu erkunden. Man kann auch zur Cristo Blanco-Statue hochlaufen. Dort hat man eine wunderschöne Aussicht über Cusco. Man kann dann auch gleich Ausflüge buchen für die nächsten Tage. Man kann nämlich dann zum einen den Humantelec oder alternativ auch die Siete Lagunas, die noch nicht so bekannt und auch nicht so überlaufend sind, also unser Geheimtipp eher, erkunden oder auch den Rainbow Mountain. Da würden wir euch auch nicht den klassischen Rainbow Mountain empfehlen, sondern den Palcoyo. Der ist deutlich unbekannter, aber die Landschaft dort ist sogar noch schöner als beim klassischen Rainbow Mountain, glaubt uns. Ja. Und bucht euch dort auch am besten ein privates Taxi, um vor allem die Menschenmassen zu vermeiden. Ja, beim Rainbow Mountain. Beim Palcoyo sind nicht so viele Menschenmassen, aber auch da ist es besser. Am vierten Tag haben wir dann so einen kleinen Tipp für euch, und zwar macht da eine Sacred Valley Tour, sagt aber dem Tourenanbieter, dass ihr in Ollantaytambo aussteigen möchtet, denn da startet der Zug, der dann nach Aguascalientes fährt, und Aguascalientes ist der Ausgangspunkt für Machu Picchu. Also ihr fahrt dann quasi, macht den halben Tag die Tour mit und dann fahrt ihr mit dem Zug nach Aguascalientes, schlaft da eine Nacht und dann geht es früh morgens gleich mal hoch zum Machu Picchu, und das ist natürlich dann einer der Highlights auf eurer Reise. Also Machu Picchu hat uns wirklich richtig gut gefallen. Man denkt sich so, okay, wie haben die Leute eigentlich die Steine da hochgebracht und warum haben sie das in Gottes Namen eigentlich gemacht? Ja. Wir empfehlen euch da auch, nehmt euch da ruhig einen Führer, also einen Tourguide, denn ansonsten sind halt einfach nur Steine und ihr wisst nicht so richtig, was kann man jetzt eigentlich dort erleben. Nachdem ihr dann einen halben Tag Machu Picchu erkundet habt, geht es wieder mit dem Zug und dann mit dem Bus zurück nach Cusco. Da chillt ihr dann einfach noch mal einen Tag in Cusco, könnt euch noch mal irgendwas angucken, was ihr vielleicht am ersten Tag nicht geschafft habt. Und nachts startet dann der Nachtbus nach Puerto Maldonado. Und Puerto Maldonado ist der Ausgangspunkt für ein 3- oder 4-tägiges, in dem Fall 3-tägiges Dschungelerlebnis im Tambopata Nationalpark. Alternativ könnt ihr aber auch von Cusco nach Puerto Maldonado aus fliegen, also wenn ihr keinen Bock mehr habt auf einen Nachtbus. Von Puerto Maldonado aus fährt man dann meistens mit dem Boot zu der Lodge. Die Lodge liegt mitten im Dschungel, was ziemlich cool ist und ist auch nur über den Bootsweg erreichbar. Über den Wasserweg. Genau. Von dort aus starten dann auch verschiedene Ausflüge. Zum Beispiel wandert man im Dschungel, man fährt auch nochmal am Fluss entlang abends, um Kaimane zu spotten. Man fährt zu Monkey Island, man kann im Dschungel ziplinen oder auf einer Hängebrücke laufen oder Kajak fahren. Also zig verschiedene Sachen machen, und es geht eigentlich immer darum, möglichst viele Tiere zu sehen. Wir haben zum Beispiel Affen gesehen, Kaimane, riesige Taranteln bei der Nachtwanderung, aber auch Schmetterlinge, Aras, Papageien, ja. Genau. Also es war richtig cool, vor allem das Highlight oder unser Highlight war so die Kajakfahrt auf dem Sandoval Lake. Da haben wir wirklich so das meiste gesehen, auch so Riesenotter noch. Mhm. Das war ein richtig cooles Erlebnis, einfach mal so, man hat auch kein Netz dort, 3 Tage so remote zu sein. Dann geht es am letzten Tag mit dem Boot wieder nach Puerto Maldonado zurück, und von Puerto Maldonado könnt ihr dann nach Lima fliegen und dann geht es wieder nach Hause nach 3 Wochen. Alle Infos, also auch die Tourenanbieter, wie man die Touren bucht, wie man von A nach B genau kommt, wie lange man von A nach B auch fährt und so. Unsere Unterkünfte findet ihr alles auf unserem Blog, auch mit so einer schönen Tabelle, mit einer Karte auch, wo nochmal alles aufgezeichnet ist. Den Artikel haben wir euch unten verlinkt. Kommen wir noch kurz zu den alternativen Routen. Also wenn ihr zum Beispiel den 4-tägigen Inca Trail machen möchtet, dann müsst ihr 3 Tage mehr rausholen aus unserer vorgestellten Route. Wir würden dann 1 Tag in Lima streichen, 1 Tag in Puno und die Sacred Valley Tour bei Cusco könnt ihr euch aussparen, weil ihr während dem Inca Trail schon viele Inka-Stätten sehen werdet. Dann gibt es außerdem noch den Salcantay-Trek, der dauert auch 4 Tage. Allerdings wirklich 4 volle Tage zum Wandern, da werdet ihr am 4. Tag nicht schon Machu Picchu sehen, also müsst ihr dann nochmal einen zusätzlichen Tag rausholen. Wenn man jetzt nur 2 Wochen Zeit hat, dann muss man leider irgendwas streichen, deshalb würden wir eher dann den Dschungel einfach weglassen, das Amazonasgebiet, dann spart man sich schon mal 3 Tage und ansonsten vielleicht noch 1 Tag in Lima einsparen, 1 Tag in Arequipa und vielleicht in Cusco. Also man hat halt einfach überall ein bisschen weniger Zeit, aber man reist dann einfach von Lima über Paracas, auch noch Huacachina, Arequipa und dann noch Cusco und fliegt dann von Cusco aus wieder zurück nach Lima.
So, das war's jetzt mit unserer Route. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen habt dazu, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schaut auch nochmal auf unserem Blog vorbei, wie gesagt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann unbedingt liken und auch unseren Kanal abonnieren, denn es kommen noch weitere Routen, die ihr ganz einfach nachreisen könnt. Wir sind nämlich auf Weltreise, also seid auf jeden Fall gespannt. Genau. Ebenfalls, wenn euch interessiert, wie teuer jetzt Peru eigentlich war, da werden wir auch noch ein extra Video zu unseren Kosten in Peru machen. Das verlinken wir euch hier oben dann. Genau, und hier könnt ihr euch noch informieren über die weiteren Sehenswürdigkeiten in Peru und in anderen Ländern. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.